Schnurri mit Buri. Loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo, schön bist du mit dabei. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge. Eine hundertprozentige Spitzensportlerin auf dem Velo ist mein Gast. Sie ist noch jung und räumt in ihrem Sport absolut ab. Ein Hallo geht heute an unsere Mountainbike-Rennfahrerin. Das ist Sina Frey. Hallo Sina! Hallo Anita, danke vielmals, dass ich hier teilnehmen darf. Wie geht es dir? Der Frühling ist da. Also, wo kommst du gerade her? Direkt aus dem Training? Ja, ich habe vorne gerade noch trainiert und bin jetzt momentan im Finale, also in Italien. Und bin jetzt hier am Trainieren und vor den die ersten kleineren Wettkämpfe, die dann vorbereitet sind für die Saison, die jetzt kommt, dann, ja, wo gleich startet. Also wann startet deine Saison? Den ersten Weltcup haben wir in der ersten Aprilwoche. Also es ist eigentlich das Jahr schon ein bisschen früher als sonst, weil der erste Weltcup wird in Brasilien stattfinden. Und dort ist natürlich ja, schon einiges wärmer als bei uns in Europa. Mhm. Also und da kommt man viel rum natürlich in deinem Beruf. Und wie bist du zweg? Bist du fit? Ja, ich hoffe natürlich schon, dass ich fit bin. Das wäre das Ziel. Wie gesagt, ich habe jetzt das Jahr noch gar keinen Wettkampf gemacht. Also jetzt stehe ich eigentlich gerade vor meinen ersten kleinen Wettkämpfen und die sind schon mal wieder so ein bisschen reinkommen, eine Testphase auch, wieder an den ganzen Rennrhythmus sich zu gewöhnen, wie das alles abläuft, dass die Abläufe dann wirklich für die richtigen Rennen dann sitzen. Und darum freue ich mich jetzt eigentlich, dass es bald losgeht. Das glaube ich dir. Jetzt holen wir aber noch ein bisschen aus, dass, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind nicht alle Sportler, oder wir tun jetzt auch deinen Sport ein bisschen vorstellen. Also du hast ja letztes Jahr im 21. also sportlich absolut abgeräumt. Ich tue jetzt da mal aufzählen. Also du hast an den Olympischen Sommerspielen in Tokio hast du Silber geholt und dann an der WM sogar Gold und Bronze in Italien. Gold hast du geholt im Short Track Rennen und Bronze im Cross Country. Und wenn jetzt da jemand nicht vom Fach ist, was ist das Short Track Rennen? Genau, was bedeutet das? Also im Weltcup ist eigentlich das Short-Track-Rennen dient zu der Startaufstellung vom Cross-Country-Rennen. Und jetzt letztes Jahr hat es erst mal eine Weltmeisterschaft auch gegeben. Und das Short-Track-Rennen ist kürzer, also es ist nur 20 Minuten. Das Cross-Country-Rennen ist 90 Minuten. Und es ist auf einer verkürzten Strecke von einem Cross-Country-Rennen, also so eine Strecke ist ungefähr ein bisschen mehr als 2-3 Minuten. Und dann fährt man einfach Vollgas 20 Minuten. Es ist ein Massenstart. Und am Schluss, wer zuerst die Ziellinie überquert hat, gewonnen. Ein Massenstart, sagst du? Also da fahren dann auch ein paar ineinander rein, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, besser nicht. Aber es gibt natürlich schon auch immer wieder Stürze oder irgendwie hektische Situationen. Weil halt wirklich ein ganzes Feld von Fahrerinnen auf eine Kurve zusprintet oder wie auch immer. Aber man schaut natürlich schon, dass man erstens fair fährt und dass es keinen Sturz gibt. Das glaube ich dir. Aber du, Sina, wenn man jetzt so Erfolg hat plötzlich, oder? Dann wollen plötzlich alle etwas von einem. Wie bist du mit dem umgegangen? Also wenn da Interviews überall und so, wie findest du das? Ja, es ist natürlich auf die einen Seite ist es mega cool, dass sehr viel auch Interesse zeigen, auch Interesse am Sport. Auf die andere Seite ist es manchmal auch ein bisschen eine Herausforderung, weil es nicht ganz einfach ist. Ich bin natürlich sehr fokussiert, ich habe mein Training im Kopf, ich bin oft unterwegs und dann ist es zum Teil organisatorisch auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, so einen guten Mittelweg zu finden, ist nicht einfach, aber ist am Ende die Lösung, um gleich ein bisschen allen etwas retourzugeben, aber auch auf meine Trainings und auf mich gleich auch fokussieren. Also du musst auch mal können Nein sagen, oder? Man kann nicht immer überall dabei sein. Ja, es ist zwar oft auch schwierig zum Nein sagen, aber ja, man kann nicht immer überall dabei sein, das ist vollkommen klar.
Und wie ist denn dein Umfeld mit deinem Erfolg umgegangen? Ich hätte es da nur Freude gegeben. Ich nehme auch ganz viel Fanpost. Hast du bekommen? Oder hat es auch Eifersucht gegeben? Ich habe bis jetzt Glück gehabt, dass wirklich mein Umfeld das mega cool findet und auch sehr interessiert ist und mich durchlöchert mit Fragen, was ich auch extrem cool finde, dass ich eben meinen Sport und meine Leidenschaft auch gegen aussen anderen Personen näher bringen kann. Und auch meine Familie, die sind alle mega stolz und haben natürlich mega Freude für mich. Und das ist schon mega cool, wenn man die Freude oder die Passion kann teilen kann. Mhm. Aber jetzt muss man noch erzählen, was ist das für ein Gefühl, wenn man an so grossen Sportwettbewerben plötzlich auf dem Podest steht und dann spielen die Landeshymne für einen? Was geht da in einem selber ab in dem Moment? Ja, es ist natürlich ein mega spezielles Gefühl. Es ist eigentlich unbeschreiblich. In einen drinnen geht eigentlich so ein richtiges Feuerwerk ab. Auf die andere Seite kannst du es gar nicht recht realisieren, was du jetzt geleistet hast. Also ich stehe meistens einfach mega glücklich auf dem Podest und ja, mit der Nationalhymne natürlich ist noch ein Tüpfchen auf dem I und probiere einfach den Moment, wie er ist, mega zu geniessen. Aber wirklich realisieren, in dem Moment tust du es eigentlich nicht. Mhm. Singst du dann einmal mit? Also hast du die Hymne? Ich habe sie mal wirklich in der Schule gelernt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich sie kann. Jetzt ist man ja im Mountainbike-Sport viel, also eigentlich immer in der Natur raus. Also das ist ja schon mal eine schöne Seite an dem Sport. Aber was schätzt du sonst noch dran? Ich glaube, für mich der Mountainbike-Sport oder wahrscheinlich allgemein der Sport ist für mich wie eine Lebensschule auch. Ein Mountainbike ist natürlich extrem cool, egal wo du bist auf der Welt. Du kannst immer Neues entdecken, weil du mit dem Velo halt eigentlich im Verhältnis sehr weit kommst. Also wenn du irgendwo auf der Welt dein Training absolvierst, siehst du in diesen 2 bis 4 Stunden, oder wie lange du fährst, halt sehr viel. Und das ist mega positiv. Und auch du lernst mega viele andere Kulturen kennen. Du lernst natürlich ja, Sachen, die du jetzt einfach sonst nicht würdest kennenlernen. Und für mich ist es eigentlich, wie gesagt, eine mega Lebensschule und auch der Sport halt zum selbstständig sein, zum mich selber fokussieren, hat mir mega viel gebracht bis jetzt. Und wie redest du dann mit den Leuten, wenn du im Ausland bist? Englisch oder was für Fremdsprachen kannst du? Ja, hauptsächlich schon Englisch, sonst bin ich nicht so gut in Sprachen. Mhm. Und sonst halt mit Händen und Füßen. Also irgendwie kommt man da immer durch. Und die meisten sind auch mega offen und probieren wirklich halt mit Händen und Füßen einem zu helfen. Mhm, glaube ich dir. Jetzt habe ich dich gegoogelt und habe gesehen, auf Wikipedia steht zu deiner Person, du machst an Cyclocross- und Mountainbike-Wettbewerben mit und auch an Strassenrennen. Also für Nicht-Velosport-Experten und Expertinnen, was machst du konkret alles auf dem Velo? Ja, also grundsätzlich, Wikipedia hat da schon recht, aber Cyclocross, also Radquer, hat man es früher, oder sagt man eigentlich in der Schweiz, das sind die Rennen, die auf der Wiese stattfinden. Heutzutage gibt es die Gravel-Velo, die ähnlich sind, oder die Renn-Velo, die einfach ähnlich aussehen. Und man fährt durch Dreck und auf der Wiese und durch Sandpassagen ungefähr 50 Minuten. Und das habe ich früher, als ich jünger war, wirklich gemacht. Das ist eigentlich die Sportart, die ist im Winter durch. Das ist eigentlich fast eine Wintersportart. Und jetzt aber, weil ich sehr viel halt auch unterwegs bin und einfach einen vollpackten Kalender habe, bin ich eigentlich im Winter oft im Ausland, um mich dann auf die neue Saison vorzubereiten oder geniesse auch einfach die Zeit, um mal daheim zu sein, weil ich sonst sehr viel unterwegs bin. Und darum habe ich das früher gemacht, aber jetzt mache ich das eigentlich nicht mehr. Und Strassenrennen mache ich immer noch. Das finde ich extrem cool als Abwechslung und dient bei mir jetzt auch noch zu einem Trainingseffekt. Und ja, ich finde, für mich ist mega wichtig, dass ich abwechslungsreich trainieren kann und dass ich auch immer wieder etwas neue Erfahrungen sammeln kann. Und darum bringt mir so Strassenrennen oder so Strassenetappenrennen extrem viel. Und finde das mega lässig zu machen. Aha, das heisst, also früher bist du gerne so im Schlamm gsi und dreckig geworden und heute hast du es lieber ein bisschen sauber, oder? So ist es doch, ne? Ja, das hat etwas. Aber bei uns Mountainbike-Rennen, die können auch wirklich mega schlammig werden und darum
ist das gleich nicht ganz so. So eine richtige Powerfrau. He? Jetzt habe ich von dir einen Filmausschnitt gesehen auf dem SRF. Da hast du deinen Trainingsraum mal gezeigt. Und da ist natürlich aufgefallen, also du trainierst direkt neben der Kaffeemaschine. Bist denn du eine Kaffeetante? Ja, das kann man schon fast so sagen. Bei uns im Velosport ist eigentlich so, guter Kaffee ist schon recht trendy, würde ich jetzt mal sagen. Und überall, wo wir hingehen, muss, also bei uns im Teamzelt oder so, wenn wir an der Rennen sind, dann ist überall eine gute Kaffeemaschine, dass wir halt einfach mit einem guten Kaffee in den Tag starten können. Das muss also sein. Also Sinas Kaffeeklatsch, passt das? Das passt doch. Kannst du mir gerade vorstellen, alle Frauen miteinander, oder? Aber Kaffee ist ja eigentlich, das putzt ja auf. Also darf man das in dem Fall während einem Wettkampf zu sich nehmen? Ist das nicht Tabu oder so? Also kein Doping? Nein, das ist kein Doping. Eigentlich praktisch alle Velofahrer nehmen Kaffee und auch sonst ganz viele Leute. Aber nein, es ist nicht auf der Dopingliste. Und sicher gibt es einem einen Energieschub, aber die einen sagen dann zum Beispiel, sie merken gar nicht. Also es ist natürlich sicher auch in einem gewissen Maß. Also betreffend Doping hast du eine riesige Liste, was du darfst und was du nicht darfst, oder? So stelle ich mir das vor. Ja, genau, auf jeden Fall. Es ist wirklich als Athlet, wir müssen natürlich alle Medikamente oder irgendetwas, wo wir, wenn wir mal krank sind oder wenn du irgendwie mal Holz würdest, weißt, und bist in einem anderen Land, dann musst du das alles zuerst checken, ob das wirklich kannst nehmen oder nicht. Jetzt, ich bin in so einem Dopingpool, wo wir auch immer angeben müssen, wo wir schlafen und wo wir uns befinden, dass sie uns immer kontrollieren können und dass wir wirklich auch einen fairen Sport haben. Ist das mühsam? Es ist sicherlich manchmal mühsam. Auf die einen Seite ja, auf die andere Seite finde ich es aber auch extrem gut, weil wir wollen ja am Schluss auch einen fairen Sport haben. Mhm. Aber man muss halt einfach immer daran denken, wenn man jetzt kurzfristig ein Hotel wechselt oder irgend plötzlich nicht dort ist, wo man angegeben hat, dass man das wirklich wechselt. Weil wir müssen pro Tag mindestens eine Stunde auch angeben, wo wir wirklich an dem Ort sein müssen und sonst einfach die Übernachtungsort. Und wenn wir halt dann nicht an dem Ort sind, dann bekommt man eine Verwarnung über. Und wenn man mehrere so Verwarnungen hat, dann zählt das dann auch ja, positiv. Also bist du sehr eine Anständige, hä? Genau. Das richtig. Jetzt wollte ich aber nochmal zurück zum Kaffeeklatsch, wenn wir zwei Frauen hier miteinander reden. Also du backst natürlich auch sehr gern, gell? Also ich habe gesehen, du machst hier riesige, feine Torten, du hast Guetzli backen. Das kommt ja von der Seite von deinem Grossvater her. Er hat anscheinend mal einen Kaffee gehabt. Und das wäre ja ein Traum von dir, dass du mal ein eigenes Sina ihres Kaffee hättest. Ist das noch aktuell, der Traum? Ja, ich denke, der Traum für mich ist sicherlich immer noch irgendwo im Hinterkopf. Ich finde es wirklich extrem cool, und weil ich kann mega kreativ sein im Backen. Und es macht mir Spass. Und auch jetzt, eben, ich tue jetzt nicht gerade jeden Tag so eine Torte backen, aber ich tue sicherlich oft kochen, halt auch weil ja, die Ernährung im Sport halt auch wichtig ist. Oder auch für lange Ausfahrten mache ich mir einmal feine, gesunde Snacks zum Mitnehmen. Und ja, das macht schon Spass. Ja, eben, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage, also betreffend Ernährung, also eben so Torte und so Sachen, das ist ja totaler Gegensatz zum Spitzensport, oder? Darfst du überhaupt so süße Sachen essen oder voll im Mass? Oder wie behaltest du das im Griff? Ja, ich glaube, also ich persönlich esse schon auch mal irgendwie Kuchen oder so. Ich meine, als Sportler verbrennt man, glaube ich, so viele Kalorien, wie ich nie mehr wird verbrennen wahrscheinlich in der Zukunft. Und dann darf man sich sicher auch mal etwas gönnen, aber sicher im Maß. Und ich schaue schon, dass ich mich eigentlich grundsätzlich gesund und frisch mit regionalen Produkten ernähre. Mhm. Und wie viele Tage vor einem so einem Wettkampf ist denn ein Torte-Tabu? Kannst du das konkret sagen, oder? Ich nehme an, du hast noch nie eine Torte gegessen vor einem Wettkampf. So konkret kann ich das nicht sagen. Ich denke, wenn man wirklich mega Lust hat, dann sollte man es vielleicht machen. Ich weiß es nicht. Aber ich will es jetzt sicherlich nicht gerade irgendwie am Tag vom Rennen essen oder irgendwie als Frühstück oder so. Ja, das wäre jetzt noch interessant, das genau zu wissen. Aber wenn du sagst, eben, du tust dich gesund ernähren, wie ernährst du dich konkret? Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, also ich esse grundsätzlich vegetarisch, aber einfach auch noch Fisch. Aha. Und schaue halt sonst einfach, dass ich eben in der Region oder wo ich bin, halt die Produkte auch einkaufe, die es in diesem Land gibt oder wo irgendwie von da kommen, dann sind es meistens auch am besten. Und schaue halt einfach, dass ich von allen Sport, also von Kohlenhydrat, von Gemüse, von Protein einfach vor allem genug habe und auch am Training angepasst. Mhm. Und dann immer schön zum Morgen, zum Mittag, zum Abend. Ja, eigentlich schon. Und zwischendurch nichts. Ich wollte es zwischendurch kommt dann eben das Kuchenstück. Nein. Ab und zu, gell? Genau, ab und zu. Ja, es kommt immer ein bisschen, wenn zum Beispiel, wenn ich zwei Einheiten am Tag habe und dann ist irgendwie die eine Einheit geht dann noch irgendwie 2 bis 3 Stunden bis zum Nacht, dann hast du ja manchmal schon Hunger, dann gibt es halt irgendwie einen kleinen Snack oder so. Dazwischen, jawohl. Kommen wir mal wieder zurück zum Sport. Jetzt bist ja du also als Mountainbike-Rennfahrerin, ist man ja eigentlich eine Einzelsportlerin. Aber du bist auch im Team sehr gut. Also du hast ja letztes Jahr auch abgeräumt gehabt, am Etappenrennen, das heisst Cape Epic. Erzähl mal, was ist da genau gegangen? Also wie viele Tage und wie viele Stunden pro Tag bist du auf dem Velo gehockt? Ja, das ist ein Etappenrennen in Südafrika. Es geht 8 Tage und wir hatten 620 Kilometer und irgendwie 15'000 Höhenmeter in diesen 8 Tagen. Und man macht das zweite. Also man muss immer das zweite unterwegs sein. Und grundsätzlich haben wir so plus minus pro Tag sind wir um die 4,5 Stunden auf dem Velo gesessen. Ja, es ist wirklich, der Start ist schon morgen um 7 Uhr, weil normalerweise ist das Rennen im Hochsommer dort. Jetzt, wegen Corona ist es jetzt halt im Oktober gewesen. Aber sonst wird es schon ziemlich heiß sein in Südafrika und darum ist auch der Start so früh. Und vom Team aus haben in Gempers gewohnt und eigentlich direkt am Renngelände. Ja, es war wirklich ein richtiges Abenteuer gewesen. Und vor allem auch ich und meine Teamkollegin. Also das Gute ist natürlich, dass wir uns mega gut verstehen und auch sonst oft zusammen trainieren. Aber sonst wird es dann wirklich ein bisschen zu einer Challenge, weil man wirklich eigentlich 24 Stunden lang miteinander ist, weil man fährt zu rennen miteinander. Dann der Camper ist auch nicht gerade riesig, dann bist du eigentlich auch immer beieinander. Und darum muss da wirklich das Teamwork sehr, sehr gut sein und man muss sich auch ergänzen können. Ja, da wird er nachher das Füdli wehtun haben, oder? Nach diesen paar Tagen. Ja, ich muss sagen, wir haben bei meinem Team, wo ich jetzt fahre, haben wir einen mega, mega guten Sattel. Und seit ich diesen Sattel fahre, muss ich wirklich ehrlich sagen, habe ich kein Füdli weh mehr. Und wie erholst du dich denn noch so krass Rennen? Hat man da einen Masseur dabei oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir haben am Cape Epic haben wir einen Masseur dabei gehabt, wo wir jeden Tag eine Massage bekommen haben. Zusätzlich habe ich noch so Recovery Boots gehabt. Die sind so Boots, wo man kann sich so im Bett kann man die anziehen und nachher geben die Kompression dabei, wo auch die Durchblutung anregen und ist auch sehr angenehm. Und dann Eisbäder zum Beispiel auch noch und dann genug Schlaf und das ist eigentlich das A und so am Ende. Ist das einmal schön, so Massage, oder tut das weh? Ja, ich habe eigentlich gerne, wenn es weh tut, aber am Cape Epic irgendwann schon wirklich so nach 4-5 Tagen, da macht die Massage wirklich richtig weh, weil deine Beine machen eigentlich konstant nur noch weh und dann die Massage ist dann auch nicht gerade viel angenehmer mehr, aber es ist trotzdem erholend. Und es ist auch nur schon, wenn man kann, dann mit jemandem reden und das Mentale und alles, das ist schlussendlich auch sozusagen wie eine Therapie. Das schweißt einem zusammen. He? Also genau. Die Erfahrung. Aber wenn man dich jetzt fragt, würdest du dich als Einzel- oder als Teamsportlerin bezeichnen oder ein bisschen beides? Sicher hauptsächlich Einzelsportlerin, aber ich glaube, ich kann auch sehr gut in einem Team agieren. Und jetzt wirklich im Specialized-Team, wo ich momentan bin, sind wir eine coole Gruppe und wir ergänzen uns extrem gut. Und ich glaube, so können wir auch voneinander profitieren. Und wir haben sehr viele Trainingslager und auch nette Trainingslager, wenn es irgendwie geht oder so, dass man zusammen Trainings absolvieren kann. Das ist sicher extrem positiv und es ist auch für mich ein Mehrwert.
Und du hast jetzt vorher noch von deinem Sattel, von deinem super Sattel, hast du geschwärmt. Aber was ist jetzt, wenn dir einmal mitten in einem Rennen rein der Veloreifen platzt oder eben vielleicht früher noch der Sattel abgeht ist und so? Also kannst du dein Velo selber flicken? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwie probieren kann ich es sicher. Mhm. Und irgendwie weiterfahren, glaube ich, solange ich ein bisschen Material habe und kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Aber so ein bisschen Basics, die kann ich schon. Mhm. Es ist so, dass an Cross-Country-Rennen, an einem Weltcup-Rennen, dort hat es so sogenannte Wechselzonen, also Tech-Zonen, wo ein Mechaniker steht und wo dann dir dort helfen. Mhm. Aber am Cape Epic sind wir wirklich auf uns selber angewiesen gewesen und dort haben keine Mechaniker dürfen helfen oder so. Und dann ist nichts passiert, oder? Nein, wir haben zum Glück nichts gehabt, aber dort hätten wir selber irgendwie uns helfen. Und das, wir sind gut ausgerüstet mit Ersatzmaterial und auch unsere Taschen hinten am Trikot, die sind pumpenvoll mit waren, mit irgendwie Pumpe, dann Tool, dann ganz viel Essen natürlich, dann hat man immer noch so einen Sensor, dass man das uns orten können, wo wir sind. Und ja, die Taschen hinten, die sind wirklich vollgestopft gewesen. Also das heisst, du musst schon draus kommen. Wie wenn du das Velo nicht könntest flicken, dann wäre ja das Rennen einfach out, oder? In so einem Fall. Also ich glaube, du tust doch ein bisschen untertreiben, du kannst das schon. Das Gute ist ja, dass man dann auch das Zweite ist. Und manchmal nützt dann das und dann hat man zwei verschiedene Ideen und dann eine klappt dann sicher. Und jetzt habe ich von dir erfahren, dass du ja eigentlich, du bist ja noch jung, oder? 24 und du fährst erst die Hälfte von deinem Leben Velo. Also du hast erst mit 12 angefangen, das ist ja eher Sport, oder? Ja, das ist eigentlich extrem spät. Die meisten, die ich kenne, fahren eigentlich schon Velo, ja, seit sie fast laufen können, also oder so. Ich bin mit 3 oder 4 schon Velo gefahren und damals noch mit Stützrädli und das machen wir ja heute auch nicht mehr, oder? Du hast nicht Stützrädli gehabt, gerade angefangen, richtig? Ja, mit 12 habe ich zum Glück keine Stützrädli mehr gebraucht. Aber hat man das heute noch? Da bist du sicher Fachfrau. Also wie die Kleinen, die lernen nicht mehr Stützrädli, ist tabu, oder? Also es gibt sicher da die Velos ohne Pedal, die man so angeben kann mit den Füßen. Die gibt's aber noch, ja. Ich persönlich hatte Stützrädli gehabt, aber ich glaube, das kommt auch. Aha. Aber eben nicht mehr mit 12. Mit 12 hast du dann richtig angefangen. Velo. Genau, mit 12 habe ich richtig angefangen mit Stützrädli. Und eigentlich ja wegen deinem Vater und deinem Bruder, gell? Die wollten in Veloferien gehen und dann hättest du nicht können mit. Genau, also mein Papi und mein Bruder, die sind in die Veloferien auf Spanien gegangen und wir sind früher als Familie nicht so oft ins Ausland in die Ferien gegangen und ich habe eigentlich einfach auf Spanien in die Ferien, egal was wir dort machen, einfach auf Spanien in die Ferien und dann hat er gesagt, ja, aber du kannst leider nicht mitkommen, weil du kannst gar nicht Velo fahren. Und es war gerade noch in dieser Zeit, wo ich eher noch eine Sportart gesucht habe. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fange ich an Velo fahren. Mein Papi hat mir gesagt, wenn du kannst, dann kannst du nächstes Jahr könntest du ein Mikro auf Spanien in die Ferien. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fange ich an Velo fahren und dann kann ich wenigstens auf Spanien in die Ferien. Ja, und das ist, das ist wirklich der Grund. Also wenn jetzt dein Vater und dein Bruder so in Fußballferien wären oder in Turnferien, dann hätte eine andere Spitzensportlerin, oder? Wer weiß, ja, wahrscheinlich schon. Jetzt hast du sportlich Diverses ausprobiert. Also als kleine Sina hast du Ballett getanzt, Turnen, Fußball gespielt. Also bist du sportlich schon ein Multitalent? Ja, also meinen Eltern war sicher immer wichtig, dass wir, egal was wir machen, erstens sie unterstützen uns und zweitens einfach irgendetwas noch neben der Schule, dass wir irgendetwas machen. Und ich habe eigentlich von Anfang an immer gerade mehrere Sachen miteinander gemacht. Also ich habe Fußball und gleichzeitig Ballett gemacht oder ich bin reiten und habe Mädchenringen gemacht. Und ja, ich habe das schon immer mega cool gefunden, mich zu bewegen einfach. Und darum habe ich das eigentlich gemacht und bereue es überhaupt nicht.
Jetzt hast du in der Nachwuchskategorie, also als Junge, wo du dann angefangen hast, hast du alles Mögliche gewonnen, oder? Du hast auch diverse Europa- und Weltmeistertitel von der U23 und seit dem 19. bist du bei der Elite dabei. Also das ist noch relativ frisch, du bist noch jung und deine erfolgreichste Disziplin ist eben Mountainbike Cross Country. Und also wie trainierst du da konkret für deinen Sport? Wie sieht so ein Tag aus bei dir, wenn du aufstehst? Ja, also da muss ich noch etwas hinzufügen. Also, als ich ganz angefangen habe, Rennen fahren, habe ich dann also auch nicht alles gewonnen und bin eigentlich auch immer bei den ersten Rennen immer Letzte geworden und bin mal mega happy gewesen, wenn ich nicht Letzte geworden bin. Aha. Und ja, es hat mir trotzdem immer mega Spass gemacht und darum habe ich weitergemacht und dann sind auch die Erfolge gekommen. Und aha, jetzt ein Trainingstag, also es kommt immer ein bisschen darauf an, natürlich, was ich gerade für ein Training habe, aber meistens habe ich entweder eins längeres oder zwei am Tag und dann stehe ich auf. Manchmal mache ich noch irgendetwas Kurzes vor dem Morgen, irgendwie ein Stretching oder ein kurzes Yoga oder irgendetwas. Mhm. Und dann ist es morgen und dann um welche Zeit? Meistens so um die 8 Uhr. Am 8 Uhr stehst du auf, okay. Also am 8 Uhr ist es morgen. Nein, am 8 Uhr tust du zum Morgenessen, klar. Mhm. Und dann? Genau. ja, und dann gehe ich meistens so zwischen dem halben 10 oder 10 aufs Velo und entweder mache ich dann ein längeres Training, wo plus minus 4 Stunden ist. Oder dann mache ich irgendwie zum Beispiel 2,5 und am Nachmittag noch 2 oder 1,5 oder gehe ich in den Kraftraum. Und ja, dann mache ich mein Training. Dort entweder ist es ein Intervalltraining, wo ich irgendwelche Übungen mache, oder es ist ein Techniktraining, ein Krafttraining oder eben ein Ausdauertraining, dann ist es längeres. Und ja, dann mache ich mein Training, dann komme ich heim, dann ist ich etwas zum Mittag und entweder gehe ich dann am Nachmittag nochmal in ein Training und komme dann wieder heim und dann am Abend gibt es irgendwann ist es Nacht. Und dann daheim, also wenn ich daheim bin, dann habe ich auch regelmäßig Massage. Also irgendwie so, ich probiere einmal in der Woche in die Massage gehen. Und sonst mache ich noch irgendetwas halt einfach für mich, wo ich mich kann entspannen kann. Sei es dann irgendwie Stretching oder ja. Und wenn du jetzt das müsstest prozentual aufteilen, also eben die verschiedenen Trainings, Ausdauer, Technik, Kraft, Mental, wie viel Prozent machst du von was? Kann man das so erklären? Was ist das Wichtigste im Sport? Das ist sicher extrem schwierig, um so zu sagen, wie jetzt. Oder gerade, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, wie jetzt, weil ich das noch nie gerade so gedacht habe. Das kann man nicht sicher sagen, Schnelli. ich kann sicher sagen, ich trainiere grundsätzlich so um die 20 Stunden in der Woche. Habe nebenbei dann zum Mentaltraining mache ich auch, dann Massage, dann Stretching oder einfach Zeit für mich, wo ich mich irgendwie kann erholen kann oder eben auch die Regenerationsboots, die ich habe. Ja, das kommt dann alles noch dazu. Und dann, wenn ich daheim bin, habe ich oft auch noch Sponsoren-Events oder irgend so Sachen, ja, die ich dann noch machen darf. Und jetzt hast du vorher schön bescheiden und ehrlich gesagt, eben, du hättest natürlich noch nicht alles gewonnen und vor allem, wo du jung warst. Also muss man dann auch einmal können verlieren? Wissen, wie das ist, um können gewinnen? Ist das wichtig? Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer, eigentlich aus den Niederlagen kann man mehr lernen. Ist eigentlich, in dem Moment ist es mega hart und ist eine mega Niederlage und man ist mega enttäuscht. Aber schlussendlich kann man eigentlich von der Niederlage viel mehr lernen und viel mehr Positives rausziehen, weder wenn man einfach nur gewinnt. Mhm. Ich glaube, schlussendlich machen einem Niederlagen auch stärker. Ja. Und jetzt haben wir Frauen, oder? Wir werden ja bekanntlich einmal pro Monat geschwächt von der Natur. Also auf das könnten wir alle verzichten. Du weißt, was ich meine. Wie geht man als Spitzensportlerin mit dem Thema um, wenn man seine Tage hat? Ja, also ich glaube, im Sport oder allgemein im Spitzensport wird viel zu wenig angesprochen oder viel zu wenig offen wird über das Thema geredet. Dann machen wir das jetzt. Genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, zum Beispiel auch viele Sportlerinnen, die ich kenne, haben zum Beispiel ihre Tage in einer Saison gar nicht.
Also das ist nicht normal, sage ich jetzt mal. Sicher, der Körper ist mega gestresst, man trainiert extrem viel und es ist einfach gut, zum Beispiel, wenn man dann auch mit Ärzten, mit anderen halt in Kontakt ist und das auch beobachtet, weil es ist nicht einfach normal, wenn man es nicht hat. Und ja, ich glaube, das ist extrem wichtig und schlussendlich das Beste ist eigentlich, egal ob man jetzt seine Tage oder so an einem Wettkampf hat oder nicht, man muss halt einfach probieren, das Beste daraus machen und trotzdem positiv sein und auch, es ist etwas, was zum Körper gehört und mit dem sich sozusagen ein bisschen anfreunden, auch wenn es jetzt so einfach klingt, ist es nicht immer ganz so einfach, aber ich glaube, man muss einfach probieren, positiv zu sein. Und wie bist denn du einmal drauf, wenn es bei dir gerade aktuell ist? Bist du dann hässig oder merkst du es gar nicht gross? Ich habe das Glück, dass ich es eigentlich nicht so gross merke. Und ich kann es nicht regelmässig und darum auch nicht an so vielen Rennen. Jetzt schauen wir mal, wir wissen ja, es gibt ganz viele verschiedene Sportarten und die sind vor allem verschieden, auch was die Finanzen betrifft, oder? Also vom Lohn her und so. Aber du bist ja jetzt Spitzensportlerin, du lebst mittlerweile davon. Also wie ist das in deinem Mountainbike-Rennsport? Kann man da gut leben davon, wenn man es mal geschafft hat? Ja, also einfach ist es auf keinen Fall. Das Coole oder das Gute an unserem Sport ist eigentlich, dass es gleichberechtigt ist mit den Männern, was Preisgelder und so Sachen angeht. Das Schlechte ist aber, dass Preisgelder für beide, egal ob Mann oder Frau, nicht gut sind. Es ist sicher halt mit Sponsoren, die man hat, neben dem Race-Team, wo man drin ist. Und ja, sicher vom Team her und halt mit den Sponsoren um einen rundherum ist es sicher möglich, um das zu machen, aber es ist nicht einfach, um das professionell davon zu leben. Da haben wir zwei ja den gleichen Sponsor, darum lernen wir uns auch gleich kennen, gell? Also der Presenting-Partner von diesem Podcast. Also ich freue mich schon, wenn ich dich dann einmal in echt sehe und nicht so in digital. Gell, Sina? Ja, ich mich auch. Jetzt kommen wir noch auf die Numerologie. Wir haben dein Geburtsdatum und deine Geburtszeit angeschaut. Unsere Numerologin ist Tina, der Coach. Du hast Geburtstag am 18.07.1997. Du bist 24, wirst gleich 25. Also du hegst die Lebenszahl 42,6. Und nimm jetzt das nicht persönlich, aber das machen wir bei allen Gästen. Also sie sagt, du werdest dann mit 30 erwachsen. Okay, das ist doch gut. Nimmt mir Wunder, was mit 30 dann passiert. Das ist wahrscheinlich eine Schicksalszahl für dich. Und diese positive Charaktereigenschaft von der Sina Frey, Sigi, du kannst gut analysieren, du siehst jedes Detail. Also du siehst Details und könntest dann vom Detail nochmals Detail analysieren. Okay, das klingt ganz interessant. Kannst du mit dieser Aussage etwas anfangen? Bist du Detail? Also voll. Ich glaube, ich schaue schon natürlich an der Rennen oder so, schaue ich natürlich schon, dass jedes Detail passt. Eine Analytikerin? Aber ob es jetzt gerade so krass ist... Das weiss ich nicht. Und jetzt kann man bei dir Stärken und Schwächen hat manchmal ein bisschen etwas miteinander zu tun. Also sie sagt, was man kann als negativ bezeichnen, muss man aber nicht. Also als Beispiel von einem Wald, oder? Du siehst in einem Wald zum Beispiel jeden Ast und jedes Nest, aber den ganzen Wald zu sehen, das ist manchmal noch eine Herausforderung. Also das grosse Ganze zu sehen. Okay, ja. Das sehr künstlerisch schon ein bisschen, ja, genau. Es kann vielleicht schon ein bisschen stimmen, ja. Das wäre schon mal der Teil von der Numerologie. Und jetzt möchte ich noch etwas einfach so von Frau zu Frau wissen. Also, wie ist es eigentlich? Begleitet dich irgendjemand einmal an die Rennen? Also privat hast du auch einen Schatz, der einmal mit dabei ist oder so? Nein, ich habe keinen Freund. Ich gehe an die Rennen immer, also das Team ist natürlich immer dabei und meine Familie kommt eigentlich auch an die meisten Rennen, die in der Nähe sind. Ja. Und jetzt ist der Tag um die Ostern rum. Also wann geht es genau los bei dir jetzt wieder, die nächsten Rennen? Also läuft denn noch? Also das ist einfach der erste Weltcup. Der zweite Weltcup ist am 6. Mai. Am 6. Mai ist der nächste Weltcup?
Genau, ja. Da drücken wir dir dann alle ganz, ganz fest Daumen für das, gell, Sina? Ich danke dir viel, viel mal für das Gespräch. Wir sind schon am Schluss. Ich habe dir hier noch ein Geschenk zu Ostern vom Lidl Schweiz, oder? Von wem sonst? Das schicke ich dir per Post. Pralines von Favorina, schön eingepackt, plus eine Glücksente mit Schoki-Eier. Wow! Ich hoffe, die können gegessen werden. Und ich danke dir vielmals und alles Gute, gell, für deinen sportlichen und auch für den privaten Erfolg. Ja, danke vielmals, Anita. Ich danke auch dir viel, vielmals fürs Zuhören und ich wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße und tschüss! Tschüss!